Päckchen für Päckchen läuft derzeit bei Gevro in Memmingen übers Band mit dem Ziel Afrika. Der Suppen- und Soßenhersteller hat in den vergangenen Wochen eine Aktion gegen die Hungersnot in Ostafrika gestartet. Die Berichterstattung in der Tagesschau, den Medien überhaupt, war doch sehr emotional und die Geschäftsführung hat dann einfach das Bedürfnis gehabt, jetzt müssen wir anpacken und jetzt müssen wir helfen. Die Not ist so groß und dann haben wir eben geschaut, was können wir machen. Und Gevro ist eben für Suppen gut und das ist unsere Fachkompetenz. Denn gespendet wird nicht etwa Geld, sondern Suppe. Das Unternehmen hat Humedica mehr als 1 Million Liter Suppenpulver bereitgestellt. Daraus ergeben sich ungefähr 5 Millionen Portionen klare Brühe und Kartoffelsuppe, die aber von ihrer handelsüblichen Form leicht abweicht. Da haben unsere Entwicklungsleute wirklich in kürzester Zeit eine Suppenkreation geschaffen, die jetzt speziell auf die Bedürfnisse in Afrika abgestimmt ist. Das heißt, wir haben kaltlösliche Zutaten genommen, die dann eben auch binden, Kartoffelpulver. Wir haben extra noch eine Vitaminmischung reingegeben, um bestimmte Mangelerscheinungen vielleicht abzumildern. Wir haben besondere Eiweißfraktionen, Sojafraktionen reingegeben, um einfach die ernährungsphysiologische Eigenschaft dieser Suppe zu erhöhen. Die Geschäftsführung hofft, dass auch andere Unternehmer dem Beispiel folgen werden. Die Hilfsaktion findet natürlich neben dem normalen Produktionsbetrieb statt. Denn allein für den Alltagsbetrieb werden täglich etwa 5000 Pakete gepackt. Im Jahr sind das etwa 1,5 Millionen. Zusammengestellt werden die an 28 Packstationen. Insgesamt beschäftigt das Traditionsunternehmen Gevro 100 Mitarbeiter. Angefangen hat alles ganz klein im Jahr 1924. Gevro, Gebrüder Fromlet, wie der Name sagt, die haben vor fast 90 Jahren angefangen als Gemischtwarenhandel, als Kolonialwarenhändler hier im Regierungsbezirk Schwaben. Sie sind von Hof zu Hof gereist, haben ihre Waren angeboten, haben Aufträge geschrieben und kurze Zeit darauf wurde dann die bestellte Ware per LKW ausgeliefert. Also wir haben schon seit eh und je den direkten Kunden zum Endverbraucher. Zu Beginn verkauften die Gebrüder Fromlet auch Waren wie Schmieröl, Waschmittel, Seife oder Kaffee. Die Spezialisierung auf Suppen und Soßen erfolgte erst später. Der direkte Kundenkontakt ist auch heute noch das Besondere am Unternehmen. Anders als bei anderen bekannten Suppenherstellern findet man die Gevro-Produkte nicht im Supermarktregal. So ist es auch heute, dass unsere Kunden direkt bei uns im Laden einkaufen oder über Internet, über Telefon, schriftliche Bestellkarte, per Fax bei uns bestellen. Und wir garantieren den 24-Stunden-Service. Ab 10 Euro ist die Lieferung portofrei Haus. Dann haben wir den direkten Kundenkontakt auf den Messen und Ausstellungen, die wir bundesweit bestücken. Und da sind wir also auch sehr froh drum und ein Stück weit stolz, dass wir das über die Jahrzehnte hinweg auch so halten konnten. Das Konzept geht wohl auf. Das Unternehmen beliefert mehr als 8 Millionen Kunden. Und zu einigen von ihnen ist auch dieser Laster unterwegs.